Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Green Brick mit einem neuen Video. Ich habe drei Star Wars Custom Speeder gebaut. Zwei davon aus Clone Wars und einer aus Clone Wars und Rebels. Der hier. Also es ist ein Einmann, ein Dreimann und ein Zweimann Speeder. Wo der Dreimann ist gerade halt nur mit zwei Leuten besetzt, weil ich nicht genug Figuren hatte, also sprich Kopffeldjäger. Ja, das sind halt alles Custom Speeder, die gibt es nicht so als Set. Kommen aber... Die beiden kommen in den Serien vor, den nicht, der ist komplett custom. Ja, das eine ist halt so ein Einmannspeeder für eine Person, der ist ein Jedi-Springgleiter. Den benutzt halt in der Clone Wars-Serie, der ist der Rebel-Serie, ja auch Sabine. Das zweite ist ein Starhawk-Speeder von den Weequai-Piraten auf Florim unter Hondo Onaka. Ich hatte leider keine Weequai, deshalb sind jetzt ein paar Custom-Figuren drauf. Das andere ist ein komplett custom Speeder, das ist halt so von Coffee Tea geklaut von Coruscant. Da sieht man hier noch diese Republik-Symbole. Die wurden aufgetunt, also Laserkanon da und da. Das sind keine Scheinwerfer, diese Teile hier. Und halt bessere und größere Turbinen. Die hatte ich vorher ganz weggelassen. Wahrscheinlich waren die gar nicht mehr da, aber so fliegen die halt schneller. Ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten kleinsten an und arbeiten uns dann zum größten vor. Ja, das erste ist halt hier Sabines Springleiter, der kommt in meinem folgenden Mock vor, der von Star Wars ist und nicht von der Hobbit. Das werden sogar zwei Mocks. Ich weiß nicht, ob der da auch noch vorkommt. Vielleicht ist er da schon zerstört. Ja, den kann man auch einklappen, aber wahrscheinlich werde ich den nochmal ein bisschen verändern, da das mit dem Einklappen nicht so funktioniert. Der ist auch nicht so hoch, wie eigentlich das sein sollte. Eigentlich ist er ein bisschen höher. Also sprich, das hier ist tiefer und das ist höher, aber das konnte ich halt nicht so gut bauen und dann wäre der auch zu groß gewesen. Der ist ja im Vergleich zu dem Star Wars wieder auch schon ziemlich groß, finde ich. Aber mir gefällt der. Ist halt ein bisschen viel weiß. Aber ich habe immerhin einen braunen Sitz da unten eingebaut. Das Ding hier ist eigentlich grau. Das hatte ich auch nicht in grau. Und das ist eigentlich noch so eine grüne Plane. Aber die habe ich da noch nicht ganz eingebaut, weil da kein Platz mehr war. Ich werde ihn ein bisschen umbauen, habe ich schon gesagt. Wegen meines Mocks. Da wird er nämlich im zusammengeklappten Zustand zu sehen sein. Ja, das war's auch schon. Den benutzt übrigens auch Ahsoka in irgendeiner Clone Wars Folge. Und dann machen wir mit dem Starhawk weiter. Hier. Also ich finde, der ist sehr gut geworden. Das Einzige, was nicht mit dem Original zusammenhängt, ist dieses Teil hier. Das ist eigentlich rund. Ja, es können zwei Personen drauf sitzen. In einem Lego-Set davon gab es auch einen. Der konnte nur eine Person drauf sitzen und der war echt hässlich. Ja, also das ist dieses Kopfgeldjägerschiff. Ich habe den Namen vergessen, wo Cad Bane und auch dieser Typ hier drin war. Das ist ein Nike-Show, glaube ich. Ja, es gibt hier also diese Triebwerke, Blasterkanonen und dieses Ding mit diesem komischen runden Teil vorne. Das habe ich auch ziemlich gut gemacht, finde ich. Vor allem das hier war total schwierig am Anfang zu bauen. Ich habe da viel rumexperimentiert, aber am Ende ist es gut geworden. Ja, also von der anderen Seite sieht er genau gleich aus. Einer kann halt nach hinten schießen, einer fährt. Und hier unten ist noch so ein Teil, wo man durch Energiekupplung so Sachen dran kuppeln kann, Kisten und so. Ja, der ist ziemlich nah an der Serie, mir gefällt auch gut. Der wird nicht in einem Mock vorkommen. Keine Ahnung, ich habe den einfach aus Spaß gebaut. Ja, und dann machen wir auch schon mit dem letzten weiter, würde ich sagen, weil mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ja, ich habe keine Waffenhalter nirgendwo eingebaut, nur in dem hier für das Scharfschützengewehr, weil die einfach überflüssig sind. Ja, es ist wie gesagt ein Dreisitzer. Einer fährt, der ist relativ ungeschützt. Ich weiß, das ist ein bisschen komisch, aber ich habe keine passende Scheibe gehabt. Ja, der dahinter ist schon etwas geschützter und ganz hinten ist ein Droide, der, wie heißt das, ein Scharfschützendroide. Der ist auch ein bisschen geschützt durch diese Teile. Ich finde, der ist sehr windschnittig. Der gefällt mir auch gut. Ist ziemlich schwer bewaffnet. Hier Kanonen und hier. Ja, hier hinten gehen halt so Flossen raus. Das gefällt mir auch gut. Und diese Kanonen an den Seiten finde ich auch ziemlich cool. Erst hatte der hier an den Seiten noch so Flügel. Und daran waren dann erst die Kanonen. Das fand ich aber dann irgendwann zu groß. Und dann habe ich halt den so umgebaut. Der wird auch nicht im Mock vorkommen übrigens. Ich habe auch eine Funktion eingebaut. Und die geht so hier. Man kann, also das ist eigentlich eine Bombenabwehrfunktion. Man kann das hier aufklappen und dann fällt eine Bombe raus. So eine habe ich jetzt gemacht. Und zum Nachladen macht man das hier oben drauf und lässt das da so reinfallen. Und dann... Da. Ja, die funktioniert nicht immer, aber wenn man größere Bomben macht, geht es auch. Ich wollte jetzt nur nicht keine mehr bauen, weil die fand ich passten ganz gut. Also der gefällt mir auch ziemlich cool. Der gefällt mir auch ziemlich gut. Also... Ich mag die alle, bis auf den hier. Den Bauer werde ich wahrscheinlich nochmal umbauen. Ich habe den jetzt noch auf die Schnelle gebaut, weil ich gerade mit dem Mock fertig geworden bin. Der wird also bald rauskommen. Da wird er wahrscheinlich in umgebautem Zustand zu sehen sein. Und zusammengeklappt natürlich auch. Ich hoffe, der mir
ich gefalle euch, also meine Sachen. Ja, abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Lasst einen Daumen hoch da. Ich bin der Green Brick. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal.